willkommen zurück. Jo, wir werden heute den Abschluss machen. Danach werden wir das Budget für den April beginnen. Wir werden dann die variablen Kosten einmal bestücken und ein Teil von dem Sinking Funds 2, weil ich habe diesen Monat einen Corona-Bonus bekommen. Ja, also ich habe heute noch mal bei den Lebensmitteln noch mal was ausgegeben, 11 € und bei der Drogerie habe ich auch noch mal was ausgegeben. Da waren das 4,74 €. Genau. Aber wir werden jetzt erstmal das hier machen. Dann werden wir die ganzen variablen Kosten einmal rausnehmen. Und dann werden wir übergehen zu dem neuen Budget. Genau, ich habe mir das schon. Wo habe ich denn jetzt mein Zettelchen? Hatte mir das schon mal irgendwo notiert gehabt? Nee, habe ich den jetzt weggeworfen? Ach nein. Nun muss ich noch mal alles ausrechnen. Ich hatte mir schon alles ausgerechnet und auf einen Zettel geschrieben gehabt. Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Okay. Können wir hier einmal anfangen? Genau. Einnahmen hatten wir ja diesen Monat 1.281, muss das gewesen sein. Genau, das machen wir mal einmal so hin. 1.281. Stört euch nicht im Hintergrund. Meine Neffen, also mein Neffe und meine Nichte sind da. So, dann hatten wir zusätzliche Einnahmen. Das hatte ich schon einmal ausgerechnet. Das waren 282. Die stehen hier drüben. Ich runde das jetzt einmal nur so auf. Dann hatten wir halt ein 1.281 plus 282, 1.563. So, die Fixkosten waren ja, da das noch nicht abgegangen ist, manchmal die 560 minus die 10 € und minus die 52, genau 448. 498. Variablenkosten, das habe ich mir auch einmal hier schon so hingeschrieben. Genau, das müssten wir ja auch eigentlich machen, ne? Aber das machen wir gleich nochmal. Ich mache das jetzt einmal hier schnell fertig. Variablenkosten haben wir dann, also was wir ausgegeben haben, 580. Ich glaube, ich werde das so lassen. Genau, aufgerundet. Sinking Funds waren 210. Und das müssen wir jetzt von das da oben abnehmen. Ne? Also 1563 minus die 498 minus die 580 minus die 210. Wenn wir bei 275 können, weiß ich gar nicht. Genau, und das machen wir auch dann noch mal gleich Übertrag. Ich glaube, da haben wir nur die 20 € von Kleidung. Genau. Oder rechne ich das zusammen und hier das Gesamtergebnis und das dann minus? Nee, oder? Das ist ja mein erster Abschluss und ich habe mir das so von den anderen YouTuberinnen abgeguckt und ich bin da echt noch ein bisschen. Nee, was habe ich denn da jetzt gemacht? Plus 580 plus 210. Da hätten wir das minus die 1005. Nee, kommt ja auch das gleiche raus, ne? Ja. Also ist ja. Okay, genau. Genau, und das schauen wir auch gleich einmal nach. Genau, dann machen wir das einmal.
Lebensmittel hatte ich nur 5 Euro drin. Da haben wir 495 Euro ausgegeben. Ich hatte ja 500 Euro, also noch 100 Euro von meinem Mann, weil er ja auf Geschäftsreise war. Und ich wusste halt nicht, ob da bis dahin mein Gehalt da ist. So, Getränke hatte ich ja draußen gehabt. Dann hatten wir Drogerie noch 4,26 € und 25,74 € haben wir ausgegeben. Gesundheit habe ich ja jetzt nur als Singing von 2. Auswärts haben wir 3 Euro drinne und 27 haben wir ausgegeben. Sonstiges haben wir 1,71 € und 8,29 €. Taschengeld, da ist so ein 80 Cent drinne und 24,20 haben wir ausgegeben. Und Kleidung ist immer noch 20 und wir haben nichts ausgegeben. Das heißt, wir haben 580, 32, also eigentlich, ja. Naja, okay. Und das werden wir gleich nochmal machen mit den Singing Fans und dann werden wir hier auch nochmal eine Gesamt machen. Ja, Also wenn ihr vielleicht noch einen Tipp habt, wie ich das denn am besten noch rechnen kann. Ja, ich weiß da jetzt nicht, ob da. Ja, ich lasse das erstmal so. Genau. Dann gehen wir einmal rüber zu den April-Budget. Wundert euch nicht, ich habe hier, ich mache gerade auch noch nebenbei. Meine Fotos auf einen Stick drauf. So, genau. Aber ich glaube, ich werde hier nur das Blatt rausholen. Genau. Hier habe ich mir auch so ein bisschen was notiert, wo ich was reinstecken werde. Also das werde ich auch so beibehalten. Ups. Genau. So, dann suchen wir mal, suchen wir mal. Genau, das werden wir jetzt einmal machen. Das legen wir mal zur Seite. Genau, so. Dann müssen wir eintragen. Mein Gehalt war, das habe ich hier doch noch irgendwo aufgeschrieben. Genau. Hatte ja einen Bonus bekommen. Also war mein Gehalt heute bei 1058. Und Kindergeld wie immer 438. Dann hätten wir eine Gesamtsumme von 1496. Genau, so. Dann können wir ja einmal, also ich habe das schon selber gemacht, also was jetzt hier abgeht, aber wir rechnen das jetzt einmal komplett zusammen. Das sind 39. Eine Menge. Genau. So, dann kommen wir jetzt hier dazu. Da schaue ich jetzt einmal kurz. Also Lebensmittel, da nehmen wir nichts mit. Getränke hatte nichts. Drogerie, da nehmen wir das auch nicht mit. Auswärts auch nicht. Sonstiges auch nicht. Taschengeld auch nicht. Kleidung haben wir
Genau. Und reinstecken tun wir da jetzt. Genau, das muss ich mir einmal hier. Da habe ich ja das ja aufgeschrieben und auch schon ausgerechnet. Ups, kommt hier alles durcheinander. Ups. So. So, Lebensmittel sind dann wieder wie immer 400. Getränke habe ich 20. Genau, Drogerie. Ah, jetzt muss ich gucken. Genau. Geht ja gar nicht. Drogerie nehmen wir wieder 20. Auswärts nehmen wir auch 20. Sonstiges nehmen wir 10. Taschengeld kriegt auch 10. So, und den Rest tun wir bei Kleidung ein. Genau, also hätten wir hier 400, 20, 20, 20, 10, 10 und 50. Ich glaube, 50 ist dann so das, was ich bar mit habe, also in meinem Portemonnaie. Und das andere habe ich ja auf mein Konto. Genau. Und ich glaube, das ist so, ja, Maximum, was ich da so mitführen möchte an Kleidung, weil ich kaufe meistens nur online für mich und für meinen Sohn. Und das soll halt nur so provisorisch für was sein, wenn wir mal was sehen oder ja. Vielleicht, ja, mal sehen. Ich überlege mir das mal noch und vielleicht stecke ich doch noch weiter was rein. Vielleicht so, dass ich immer 100 Euro drin habe und ja, mal gucken. Das überlege ich mir aber noch. Genau. Also, da müssten wir dann jetzt einmal noch, habe ich ganz vergessen, ne? Habe das gar nicht hingeschrieben für die. Ich glaube, ich werde das jetzt mal einmal hier noch hinschreiben. Was wir bei den Sinking Funds 2 reinstecken. Genau, da werden wir einmal das. Linie ziehen. So. Soll ich das hier einmal noch mit zusammenrechnen? Ich hatte das letztes Mal auch schon das Problem, dass wir das. Ja, das müssten ja 510 sein, ne? 40, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 und 510. Genau. Und das müssten wir dann, wenn ich richtig rechne, aber wir prüfen das trotzdem nochmal. Ja. Jetzt rechnen wir aus, was wir jetzt in den Sinking Funds reinstecken. Ich denn hier? Also ich bin heute ein bisschen, genau, minus 691 und minus die 510. Also hätten wir 295. Davon machen wir heute 150 und dann hätten wir noch 100, also 200. Genau, 295. Heute machen wir einen Teil. Also wir machen heute nur die Umschläge, werden wir heute befüllen damit. Und den Rest werde ich dann
vom Kindergeld wieder machen. Genau, so sollte das eigentlich klappen. Ja, dann ist das eigentlich schon soweit fertig. Tun wir das mal wieder rein oder legen uns das erstmal hier so hin und dann werden wir erstmal die Variablenkosten machen. Das ist auch schon alles hier so ordentlich sortiert und ich hoffe, dass das alles hinhaut. So, genau, wo ist jetzt mein Portemonnaie? Da. Genau, das werde ich mir jetzt auch hier hinstellen und werde mit Kleidung anfangen. Da hatten wir ja gesagt, da kommt 30 rein. So, bei Sohnemann. Nehmen wir das Kleingeld einmal raus. Da hatten wir gesagt 10. Genau. Er hat allerdings auch noch, ich mache hier noch genau. Das glaube ich, können wir dann auch noch mal ändern. Oder wir lassen das genau. Wir lassen, weil er hat auch hier noch Kleingeld in seiner. Nee, wir lassen das so. So, genau. Lebensmittel. Da kommt das Kleingeld auch raus. Da werden wir jetzt die ersten 100 Euro, also die werden nicht da reingesteckt, aber das wird da auch passen eigentlich. Ne? Nee. Das soll ja auch nur für das Kleingeld sein. Genau, die ersten 100 Euro für die Woche werden wir reinstecken. Und die anderen werden wir wieder in das Ding. 250. Sind 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Also 100 haben wir drinne. Dann sind das 250. 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400. Die lege ich zur Seite und die werden wir gleich noch in den anderen Umschlag stecken. Genau. So, dann haben wir gesagt, Getränke ist wieder neu dabei. Dann werden wir 20 reinstecken. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Wenn nicht, dann werde ich das lassen. Ich werde das diesen Monat noch mal ausprobieren. Ja, die passen auch da rein. 20 war richtig für Getränke, genau. So, Freizeit holen wir auch das Kleingeld raus. Und Freizeit, also sonstiges kommt 10. Drogerie, ups. Drogerie haben wir gesagt 20, Kleingeld mit raus. Und auswärts 3 € aus. Und auswärts, das haben wir da gesagt. Auch 20. Und das passt. Super. So, dann haben wir das einmal. Dann ist das fertig, erledigt. So, genau. Dann können wir einmal den Singing Fans gehen und können ja auch einmal. Ah, seht ihr, ich habe das noch gar nicht gemacht vom letzten Mal. Habe das noch gar nicht eingetragen, was da der Stand ist. So, die Kerze tun wir einmal rüber. Dann müssten wir das auch einmal, das uns einmal ganz schnell machen. Und wir werden uns dann gleich noch einmal sehen. So, wir kommen zurück. Ich habe das jetzt einmal schnell aufgeschrieben. Ja, also ich hatte mir das hier hingestellt,
hinten einmal gekennzeichnet, ob ich das auf dem Konto habe, auf Vivid habe oder in Bar habe. Genau. Wir werden jetzt einmal die Sinking Funds einmal ganz schnell machen. So. Genau. So, genau. Die 150, das sind 150, die habe ich hier aus meinem Bankumschlag. Und die habe ich ja dann extra weniger abgeholt von meinem Konto. Genau. Also zusätzliche Einnahmen hatten wir nicht. Lebensmittel, da kommen jetzt die 400 rein. Und ich bin gespannt, wie dieser Monat läuft, weil es ist ja wirklich ziemlich alles teuer geworden. Und ja, der Kleine ist ja jetzt wieder in der Schule. Da müssen wir dann mal gucken. So, habe ich mir das denn auch so eventuell aufgeschrieben, was ich mir da reinstecken möchte? Ich mir jetzt auch einmal hier hinlegen, damit ich das so genau so in Feiern habe ich mir das mit aufgeschrieben, was da rein soll. 10. Da ja da noch nichts drin ist. Feiern, da sind 50 Euro drin. Warum sind da jetzt 50 Euro drin? Warum sind da jetzt 50 Euro drin? Oder war das von dem... Ah, das kann sein, dass das hier von dem Lebensmittel noch war, von dem letzten Mal. Ach. Ich habe die wahrscheinlich versehentlich im Feiern reingesteckt. Ich hatte mich schon gewundert, weil ich war nämlich eigentlich ganz sicher, dass ich noch 100 Euro für diese Woche übrig hatte und hatte die 50 Euro noch gesucht. Ach, guck an. Ja, dann nehme ich die jetzt einfach mit dazu. Das ändern wir dann. Dann machen wir für 150 draus, ne? Umso besser. Ups. Ah, tja. Bei ihm feiern, das ist ja ein neuer Umschlag. Der habe ich ja wirklich. Das ist ja komisch. So, okay. 10 Euro da rein. Und das werde ich auch gleich einmal hier so notieren. Neu feiern ist 10. So, neuer Versuch. Wieder abgebrochen, weil es wieder nicht gelaufen ist, das Handy. Ich sage ja irgendwas. Deshalb bin ich dabei, das Ganze alles auf den Stick zu machen, die ganzen Fotos, damit ich das endlich alles hier löschen kann. Genau, bei Hobby waren wir stehen geblieben. Das habe ich jetzt alles aufgefüllt. Technik. Haben wir 20 reingetan. Geschenke habe ich auch 20 reingetan. So, ich hoffe, das reicht jetzt bis zum Ende, dass wir das alles hier noch fertig bekommen. So, Schule. Da habe ich das Kleingeld schon rausgenommen. Genau. Bei Schule werde ich heute mal nichts reintun. Auto bekommt heute was. Da wie immer die gewohnten 20 Euro. Auto ist sehr wichtig. 20. Urlaub werden wir auch die 20 reintun. Ja, auch die 20. Genau, da müssen wir einmal schnell ausmalen. Grün. Urlaub 20. Dann werden wir Weihnachten einmal was reintun. Auch wieder 20. Weihnachten.
Muss immer ab und zu mal aufs Handy gucken, ob das läuft noch. So, jetzt haben wir noch 20. Was haben wir denn noch? Kredit. Das haben wir ja alles. Okay, die 20 werde ich dann jetzt in Gesundheit reintun. Genau. Und Gesundheit 20. Genau. Und die anderen werden wir dann befüllen, wenn wir dann das Kindergeld bekommen. Genau. Dann können wir das auch einmal schließen. Dann können wir ja einmal hier noch ganz kurz wo wir jetzt einsortiert haben, schon mal das Gesamt reinschreiben. 20, Weihnachten haben wir 140, Geschenke haben wir 130, 70, 80 für Auto. Da haben wir 10, 20, da haben wir auch 20 und da haben wir auch 80. Genau. Und den Rest habe ich ja dann, das ist ja fast jetzt nur noch, was auch auf dem Konto und Vivid ist. Genau, aber die Umschläge haben wir soweit. Tanken und Schule kommt ja nichts rein. Genau, was haben wir denn hier noch? Ach so. Ja, das mache ich dann alleine. Das werde ich dann, weil ich glaube, das reicht mit dem Speicher nicht. Nicht, dass wir hier nochmal abbrechen. So, das werde ich hier behalten als immer so als kleinen Überblick. Genau, dann wollten wir einmal noch genau bei Lebensmitteln werden wir das jetzt einmal ändern. Da sind nämlich die 50 Euro aufgetaucht, die ich nämlich gesucht habe. Ja. Das hat nämlich auch nicht gepasst beim Abrechnen. So, aber umso besser. Können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht bleiben wir auch bei 450 nächsten Monat. Mal gucken, wie das da läuft. Genau, sonst hatten wir jetzt alles. Wochenabschluss haben wir. Genau. Ja, das hatten wir. Und jetzt könnten wir ja noch schnell das Kleingeld einmal machen. Genau, damit 2, 4, 6, 8, 9, 10. Hier seht ihr auch, dass ich gestern auch nochmal 5 oder heute 5,38 €. Das ist das Kleingeld von meinem Mann. Genau, da haben wir 10. 1, 2, 3, 4, 5. 50, 60, 70, 75, 76, 77. Also nicht stören, der Kleine hat. Ärgert sich gerade, wenn ihr das hört. So, oha. Ja, da freuen sich dann nächstes Mal die Challenge. Genau, rein damit. Genau. Jo, ich würde sagen, das war's dann. Wenn ihr irgendwas habt, was ich vielleicht noch besser machen könnte mit dem Monatsabschluss, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja, vielleicht sieht das ja im April dann anders aus. Vielleicht mache ich das auch wieder anders, den Abschluss. Mal gucken. Genau. Und ich werde jetzt weiter hier arbeiten, dass ich die Fotos endlich rauskriege und dass ich mein Handy die ganzen Fotos lösche, damit ich wieder aufnehmen kann. Ja. Und lasst mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Und ja, sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schauen tut. Ja, ich muss morgen wieder arbeiten. Meine Quarantänezeit ist vorbei. Ich freue mich aber auch drauf, wieder arbeiten zu können. Und ja,
Das merkt man dann auch richtig, wenn man lange zu Hause ist und auch mal wieder was tun kann. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.